Er ist nach Hause gekommen, hat den Tornister in die Ecke gestellt und dann hat er schnell was gegessen und dann war er weg. Ne? Was ganz wichtig war für uns damals, waren die sogenannten Straßenkämpfe. Das heißt, es wurde ein Feld ausgeguckt und dann hat man da Tore dann eingebaut, so notdürftig auch immer. Und dann wurde gespielt Straße gegen Straße. Und da gab es jeden Tag, gab es mindestens zwei Wettkämpfe, was weiß ich, die Augustastraße gegen die Hernerstraße und wie hin und zurück. Ich habe dem Fußball viel zu verdanken. Alles.